Okay, Brian, ich will's nur erwähnen, aber ich bin ein Baby. Und nur Arschgeigen lassen Babys nicht gewinnen. Gott, was für ein Tag, hä? Normalerweise würde ich drin schreiben und du würdest an der Maschine rumschrauben, aber wir genießen die frische Luft. Ja, eine willkommene Abwechslung. Oh, warte, ich muss meine Knieschoner holen. Ich habe sie gebraucht für die andere Sache. Jedenfalls komme ich gleich wieder. Brian, pass auf! Du Scheiße, wie ist das nur passiert? Der Typ war kacke. Doktor, wie geht's Brian? Wird er wieder gesund? Es tut mir sehr leid, Mrs. Griffin. Brians Verletzungen sind so gravierend, dass wir ihn nicht retten können. Ich weiß nicht, wie lange er noch hat, aber ich rate Ihnen, dass Sie reingehen und sich verabschieden. Das kann nicht sein. Du bist wirklich... Verdammt, Brian, du darfst nicht sterben. Wir wollten noch so viel zusammen machen. Wir wollten Windsurfer werden. Ich wäre besser gewesen als du, aber wir wären beide gut gewesen. Hört ihr das? Ich glaube, Brian will uns was sagen. Ihr habt mir ein wundervolles Leben geschenkt. Ich liebe euch alle. Es tut mir leid. Es ist vorbei. Oh mein Gott! Er ist... Ja, Chris. Es ist leider wahr. Unser geliebter Brian ist tot. Leute, ich brauche oben ein paar Minuten für mich allein. Ich muss mir trauervoll einen abschütteln. Dämliches Straßenhockey. Wären wir nur nie auf den Müllplatz gefahren. Ach, das ist alles meine Schuld. Ich bin der die verdammte Zeitmaschine weggeworfen hat. Moment mal, das ist es. Ich muss einfach nur die Zeitmaschine wieder bauen. Dann reise ich zurück und rette Brian. Oh, happy birthday, Neil. Meine Güte, Rupert. Ohne diese Kondensatoren ist es absolut unmöglich, eine funktionierende Zeitmaschine zu bauen. Ich fürchte, das heißt, dass Brian wirklich von uns gegangen ist. Danke, dass ihr gekommen seid, Leute. Brian hätte sich sehr darüber gefreut. Kein Problem, Lois. Normalerweise gehe ich nicht auf Beerdigungen, weil ich als Polizist immer von einer Schwarzen mit einer Handtasche geschlagen werde. Finden Sie den Mann, der das getan hat, damit er seine gerechte Strafe kriegt. Standen Sie zu Brian? Sorgen Sie dafür, sind Sie dass dieser Engel nicht Beerdigung? Umsonst gestorben ist. Brian Zeigen ist Sie ein der Welt, Hund. Warum Sie ein Kopf sind. Okay. Vielen Dank, dass Sie heute alle gekommen sind. Keiner von euch war auf meiner Beerdigung. Peter möchte jetzt ein paar Worte sagen. Oh Mann, das ist vermutlich der schlimmste Schmerz, den ich je ertragen musste. Und ich habe mir schon zweimal den Fuß verstaucht. Eigentlich war Brian nicht nur mein Hund. Er war mein bester Freund auf der ganzen Welt. Er war super schlau, er war immer treu und ich glaube, ich will damit sagen, dass er wie ein Bruder für mich war und ich werde ihn für den Rest meines Lebens vermissen. Wir werden ihn alle vermissen. Wir werden ihn alle sehr vermissen. Verdammt, Ortiz, triff endlich mal den Ball!